Schnell Gürtel weg, Digga, ich schenke diese Zeit. Selina, die kostet 53 Was? Euro. Du hast gerade eine 53 Euro Hose kaputt gemacht. 53 Euro. Hi Leute, zu einem Video. Mal Selina, Leute. Ich glaube, ihr habt alle das letzte Video gesehen. Für die, die es noch nicht gesehen haben, schaut es auf jeden Fall jetzt an. In diesem Video hat Aline eine Challenge verloren und wenn sie gewonnen hätte, Leute, hätte sie 100 Euro plus. Sie hätte ihre Hose behalten dürfen und sie hätte ganz, ganz viel Cola trinken können. Aber sie hat verloren, Leute, ihre eigene Schuld. Sie hat verloren, nicht ich. Deswegen habe ich jetzt 100 Euro von Anja bekommen. Ich werde ihre Hose bekommen und ganzen Cola, die habe ich gestern getrunken, Leute. Deswegen war ich bis 4 Uhr morgens wach. Die haben mich wach gehalten, ne? Und auf jeden Fall diese Hose, Leute, diese Hose. Die Hose ist so eklig, Leute. Die Hose, okay? Alina, ihr Körper ist so. Wie eine Sanduhr. Aber die Hose macht Anja zu einem Würstchen, Leute. Die ist so eingequetscht, als wäre Alina in der Wursthülle, Leute, die außenrum vom Würstchen ist, okay? Und wir klauen diese Hose zu ihrem eigenen Schutz, Leute. Für diese Organe, die in ihrem Körper sind, okay? Weil hier in dem Bereich, die werden alle eingequetscht. Die werden alle eingequetscht. Das ist so, als würde sie ein Korsett tragen. Richtig, richtig eng. Die Hose ist, glaube ich, in 32, obwohl Alina 38 oder 36 trägt. Deswegen, es ist zu ihrem Besten. Okay, Leute, wir haben jetzt einen Plan. Der Plan lautet so, Smashdog hat einen Plan entwickelt. Wir gehen in ein Zimmer. Wir sagen, meine Mutter hat sie gerufen. Dann wird sie 20 Sekunden in die Küche laufen. In die Küche wird meine Mutter auf sie erwarten. Die werden knapp 10 Sekunden ein Gespräch führen. Dann wird Anja wieder zurückkommen. Das heißt, wir haben 45 Sekunden Zeit, die Hose zu suchen. Wo kann die Hose sein? Richtig, die Hose wird bestimmt in ihrem Schrank sein, auf ihrem Sofa oder auf ihrem Bett in der Ecke, da wo immer ihre Sachen liegen. Oder auf dem Boden. Alles an ihrer Tür ist voll laut, Alter. Leute, wir sehen hier Sofa. Das ist meins. Valentino-Gürtel, Alter, und sie trägt dieses Valentino hinten. Sehe ich, damit alle auf ihr Eis gucken. Hä, hast du das da hingemalt? Nein, nein, das war Eck. Die hat mir in 3 Nacht Snap geschickt. Die lag hier. Was? Die hat ja dann natürlich ohne Gesicht, die hat diese Jacke angezogen, wie immer in ihr Gesicht gesteckt. Echt jetzt? Ja, hat gesagt, Meisterwerk. Dann habe ich eine neue Hose. Das kann, da steht 32, das kann nicht sein, dass es 32 ist, Leute. Selbst ich trage 34. Ja, das heißt, sie hat sich eine neue Wursthose gekauft. Ja, aber ich trage 34, Alter. 32 steht hier. Siehst du? Gott, oh Gott. Das Erste, was ich jetzt machen werde für Hose, ist anziehen. Ich will gucken, ob sie mir auch die Luft abschnürt. Hä, du hast gesagt, du hast sie schon mal angezogen. Ich bin fetter geworden. Ich habe 2 Kilo zugenommen nach diesem letzten Video, ne? Alter, Leute, guck mal, wie das aussieht. Wo ist mein Arsch hin? Ey, oh Gott, ich krieg keine Luft, Digga. Meine Beine, Leute, ich schwör, man denkt, Luft wird, man denkt, die sind so um Kabel gebindet und Kabel tut so Blut abschnüren. So fühlt es sich an. Man kann sich hier nicht mehr bewegen und es ist irgendwie sich komisch anfühlt, Alter. Hä, du hast voll einen Hängearsch damit. Ich schwöre, ja. Guck mal, was oben. Du musst einen Beutel nicht bekommen haben. Hä, das heißt, du bist auch voll die Wurst. Das ist 32, Inga. Kein normaler Mensch, der so viel wiegt wie ich oder Alina, kauft 32. Wie so ein Monster. Okay, die Hose muss raus. Oh Gott. Der ist so schwindig geworden. Ja, kein Wunder, dass der immer so schwindig ist. Die kriegt keine Luft in der Hose. Also Leute, ihr wisst ja, man kann daran nicht atmen. Ich habe eine Schere in der Hand und damit werde ich jetzt hier den Bund abschneiden und dann nochmal anziehen. Vielleicht ist der Bund schuld, dass ich nicht atmen kann. Und ich glaube, hier unten muss man auch noch ein bisschen freizügiger machen. So einfach so einen Cut hierhin, dass meine Beine ein bisschen Freiheit haben. Ich habe die heute rasiert, ne? Also die müssen echt schön sein. Die müssen gezeigt werden. Wir schneiden meine Hose. Ey, stell dir vor, die kommt jetzt rein. Digga, ich krieg das nicht hin, scheiße. Ich glaube, wir tun hier Anja echt einen großen Gefallen. In 2 Tagen Schule! In 2 Tagen schon, meine Mann, Leute. Denkt ihr, die kontrollieren die Aufgaben? Nein, die haben doch alle Lösungen geschickt. Wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Ja, aber will die dann zumachen? Mit Hosenstall. Bandana. Ich schwöre, du musst keine Haare mehr von mir klauen. Guck mal, ich tue dir nur gute Sachen. Bevor ich die aber anziehe, Leute, muss man hier noch die Beinlockerung machen. Das heißt, wir müssen uns kurz suchen, wo der innere Teil der Hose ist. Bist du mir schon gesagt, noch Schneider? Ja, aber weißt du das? Wir schneiden hier in dem inneren Teil der Hose, aber nur an dieser feinen Linie, ne? Smashdog, der Schneider, tut hier noch die Beinlockerung hinzufügen, Leute. Die Hose ist jetzt fertig, Leute. Ich fühle mich so fresh in der Hose. Hör mal, ich kann atmen. Ich kann an der Hose ziehen, Leute. Und ich bekomme trotzdem noch Luft. Der Bund war schuld, Leute. Der Bund muss einfach ab. Wenn ihr eine Hose habt, die euch nicht passt, schneidet den Bund ab, okay?
So, also wie ihr seht, alles fresh. Oh, ist eigentlich voll gar nicht so hässlich, ne? Aber der Bund halt, der Bund fehlt. Ich habe hier aus Versehen, wie man sieht, falsch geschnitten, Leute. Bisschen arg falsch, aber es ist trotzdem immer eine High-Waist. Wie ihr seht, mein Bauchnabel ist zum Teil bedeckt, also ist eine High-Waist. Hier, ja, ich kann alles ganz normal auf und zu machen. Alles noch fresh, alles noch top, Leute. Ihr könnt halt noch nicht mehr den Knopf betätigen, aber den Knopf könnt ihr als Bandana tragen. Und falls euch mal warm ist, einfach umknicken, hoch ein bisschen. Und schon sieht es aus wie eine Biker-Shorts. Hä, wo warst du? Auf der Toilette. Was machst du mit deinem Gürtel? Und warum hast du ein Haarband um dich? Und warum siehst du aus wie eine Fahrrad-Ferrari? Was hab ich gesagt, Leute? Warum warst du so lange auf der Toilette? Hey, es waren nur 50 Minuten. Hey, ich hab mich entspannt, ich hab Kuchen gegessen. Was? Auf der Toilette? Was ist auf deinem Teppich? Hast du das da hingemalt? Ich bin ein Eck, da muss ich doch mein Markenzeichen in meinem Zimmer so freisetzen. Da habe ich die Farbe genommen und habe Eck drauf. Ja, ich habe Eck drauf geschrieben, weil... Du hast doch gestern verloren. Was? Eck, wie sehe ich aus nochmal? Deine Bikerin? Nee. Ich habe doch gesagt, Leute. Biker-Shorts. Sieht aus wie eine Smash-Duck-Bikerin. Ja, ich habe verloren. Jetzt erinnere mich nicht an diesen Verlust. Was? Oh Gott, schnell Gürtel weg, Digga, ich schäle dich so zusammen. Selina. Was steht denn auf meinem Bandana drauf, ey? Ich habe Atemprobleme. Oh, ich habe Probleme wegen den Hosen. Ich gehe nie wieder raus. Nie wieder. Auf jeden Fall, als mir dieses handgefaltete Haarband gemacht habe, ich kann gerne auch ein Smart, dafür brauchst du noch einen Hose, habe ich hier gelesen. Ich habe gelesen. EU Größe 32. Was? Was steht auf der Zahl? Das war 36! Eck, das steht. Du hast meine Hose zerstört! Du zerstörst noch mehr. Mein Herz. Eck, was steht hier? Eck, geh mal in deine Stadt! Und wenn es draußen zu warm ist, Eck, kannst du einfach. Warum hast du McDonalds-Socken an? Scheiße. Komm, kannst du einfach so machen. Ich kann und nicht. Du hast luftige Beine. Tja, du bist der Grund, warum psychische Probleme sind. Das sagst du immer. Wieso trägst du als Socken eine Strumpfhose? Ach so, ja, Storytime. Ich habe meine Hose bestellt, die ist mir zu locker. Da muss ich eine Strumpfhose anziehen. Damit normale Leute ziehen einfach einen Gürtel an? Ja, da ist was dran. Ich muss mir erstmal eine neue Hose bestellen. Weil, was? Zähle, ich bestelle mir jetzt eine neue Hose. Geld. Pech! Es gibt aber Klarna. Es gibt Klarna, da kann ich Schulden machen. Okay. Leute, es ist was Dramatisches passiert und zwar, irgendwie geht mein PC nicht und wie soll ich meine Klarna-Schulden bezahlen? Gar nichts geht. Hä, wie wär's mit Batteriewechsel? Aber ich kann das nicht machen. Was? Genau, eine neue Batterie. Guck jetzt auf meine Bestellung, damit ich mir dieselbe Hose kaufen kann. Oh, das ist die Hose! Wie kostet die? Es ladet. Die kostet 53 Euro. Du hast gerade eine 53-Euro-Hose kaputt gemacht. 53 Euro. Wow, sind da meine Krise. Okay, meine Tasche. Okay. Bezahlen. Ich will nicht bezahlen. Ich will nur bestellen. Dienstag. Was will ich mit Dienstag? Wow. In 3 Tagen. Trotzdem, in 3 Tagen muss ich zu Hause bleiben, oder was? Jo. Nein. Das wird dir mal gut tun. Dein Zimmer auch, ne? Bist du putzen? Mein Zimmer ist clean. Clean als ein Stirn. Paper? Nein. Klarna steht direkt hier unten dran. Klarna Rechnung natürlich. Ich bin Mann. Wir waren nicht. Ja, ich bin einverstanden. Und bestell. Könnte es nicht denken, aber mein Passwort ist Egg. Egg. Ich wollte gerade einen Rap machen, Leute, weil ich habe voll Hunger bekommen. Und habe ich das hier gesehen? Das sind Kekse, sagt meine Mutter. Das sieht aus wie so Käse auf einem Gebäck. Wie diese Laugebrötchen. Käsebrötchen da. Ja, das riecht doch voll komisch. Das riecht nach Kekse, Leute. Das ist doch kein Keksteig. Das riecht nach Brötchen, Leute. Ich glaube, sie hat den falschen Teig benutzt. Egal. Ich zeige jetzt, wie man Wrap macht, Leute. Also, ihr müsst hier erstmal auf 9 machen, weil ihr habt schnell jetzt eilig. So, Wrap nehmen und erstmal hier drauflegen, weil ihr müsst warten, bis das da angeht. So, dann brauchen wir von hier. Wir brauchen einmal. Wir brauchen gar nichts. Nein, wir müssen echt wieder kühl. Wir brauchen einmal Joghurt, Leute. Brauchen wir Tomaten? Glasgurken. Glasgurken, das ist keine normalen Gurken. Glasgurken, merkt euch. Und Salat. Und wir holen gleich am Ende, also wenn das hier fertig ist, die Spezialzutat.
Also Leute, während ich hier meine Zutaten schneide, erzähle ich euch was. Und zwar, ihr seht, ich habe Nägel, okay? Ich habe ein neues Nagelstudio entdeckt, weil ich halt beim anderen, ich fand das zu teuer. So, für normale Naturnägel habe ich 46 Euro bezahlt. Bei anderen in Heilbronn kostet es 25 Euro und haben noch ein besseres Ergebnis. Und die haben da so Blubberblasen in meinen Nägeln gemacht. Das hat mir nicht gefallen. Habe ich heute gewechselt, vorgestern gewechselt. Ich habe dir ein Bild gezeigt. Okay Leute, weil ich wollte einen halt aus dem Internet mal eins nehmen, so richtig schön. Auf dem Bild waren halt Schmetterlinge zu sehen. Und ein Übergang von Blau auf Pink. Nicht von Pink auf Blau. Hab ich nicht gestört, der Übergang von Pink auf Blau? Das Einzige, was mich halt irritiert, ist, dass ich Schmetterlinge wollte, aber dafür Vögel bekommen habe. Und ich habe die am Anfang noch gefragt, können sie blaue Schmetterlinge drauf machen? Sagt, ja, ja, geht klar. Für meine Leute, das war echt traurig. Und ich saß da so 2 Stunden, also ungelogen, wirklich 2 Stunden in diesem Nagelstudio. Und ich habe fast, oh mein Gott, Leute, ich saß da so, Augen zugemacht. Und das hat so eine Scheibe zwischen uns. Ich mach so Augen zu. Nach einer Zeit, ich merke so, er hat aufgehört, in der Hand was zu machen, gell? Ich mache meine Augen auf, ich schaue dem direkt in die Augen. Mir ist aufgefallen, ich bin eingeschlafen im Nagelstudio, Leute. Ich saß so lange da, gell? Boah, das war so schlimm für mich. Ich bin einfach eingenickt. So, das ist normaler Joghurt, Leute. Joghurt, cremig gerührt, steht hier. So, dann tut ihr einfach überall verteilen. Vergiss die Ecken nicht, okay? Vergiss die Ecken nicht. Das hat keine Ecken. Dann kommt der Salat. Ihr benutzt nicht zu viel Salat, okay? Sonst seid ihr wieder zu gesund. Und das wollen wir ja nicht sein. Die Tomaten setze ich einfach drauf. Dann schneidet ihr kurz ein paar Gurken. Und dann kommt meine Geheimzutat. Könnt ihr jetzt gerne stoppen und denken und in die Chips. Inga, hör auf! Hier 3 Chips, also nicht mehr, nicht weniger. 3 Chips, okay? 3. Dann macht ihr so. Aber am wichtigsten ist die Mitte, Leute, okay? Weil da merkt ihr den Crunch. Ich kann nicht normal essen, okay? Leute, ich brauche einfach immer diese Chips. Das kam eingefallen, warum ich so viele Pickel habe. Ich werde nie wieder fragen, woher meine Pickel kommen. Die Antwort habe ich mir gerade selbst gegeben. Der Biss war der leckerste.